Wir versuchen auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was können in der Zukunft Forschungsfragen sein. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Im Rahmen des Zukunftsplans haben wir auch hier im Archiv ganz, ganz andere Möglichkeiten auf einmal. Und es geht vor allem um die Frage, wie können wir die Bestände besser zugänglich machen. Also eine Bibliothek hat das Museum offiziell ja schon sehr lange und ein Archiv als solches, das wurde dann als historische Bild- und Schriftgutsammlungen bezeichnet. Also es war eben die historische Arbeitsstelle, die die historischen Bild- und Schriftgutsammlungen betreut. Es können Rechnungen sein, Tagebücher, Notizhefte, aber auch ganz viel Bildmaterial tatsächlich, also Skizzen, aber auch Fotomaterial dann später. Also wir haben sowohl Glasplatten, Negative eben aus dem 19. Jahrhundert oder frühen 20. Jahrhundert und dann aber auch alles mögliche fotografische Material. Was wir auch darüber hinaus noch haben, sind tatsächlich auch Objekte. Sie sind im Moment noch nicht online gestellt verfügbar, das ist aber durchaus das Ziel. Hier sieht man jetzt zum Beispiel ein Foto von einem Eisberg. Und man sieht aber hier eben auch, also das Handling ist natürlich nicht so ganz einfach. Deshalb sind die Digitalisate da doppelt viel wert. Unsere neue Scan-Technik, die wir seit über einem Jahr jetzt hier schon haben. Es gibt sozusagen dieses Aufsichtgerät, wo wir jetzt hier den Lichttisch drunter haben, um jetzt hier mal ein Glasplattennegativ zu scannen, weil wir eben tatsächlich uns daraus ganz schnell positiv machen können und auf einmal viel mehr sehen können, als wenn wir eben nur das hier versuchen, irgendwie gegen das Licht zu halten. Ich habe jetzt gesehen, dass da oben ein Schriftzug ist. Hier haben wir es jetzt gerade noch spiegelverkehrt. Das heißt, wenn wir es umdrehen, können wir die Schrift auch tatsächlich lesen und lesen hier Kamerun und wahrscheinlich eine Inventarnummer. Digitalisierung ist auch immer die Frage, was versteht man darunter? Und für uns ist es natürlich eine digitale Erfassung und Erschließung in unserer Datenbank von den Akten oder den Bildern, aber genau auch die eigentlichen Scans, die einfach ganz andere Zugänge schaffen. Also sei es irgendwie Digitalisate online zu stellen, die Scans, aber auch die Informationen, dass es das hier überhaupt gibt. Das ist eben ein ganz großer Schritt.